Hallo, hier ist Silke. Ich grüße euch. Schön, dass ihr wieder dabei seid, um dieses Video zu schauen. Momentan sind wir ja jetzt hier in Deutschland mit heißen Temperaturen gesegnet, je nachdem, wie man es eben sieht. Viele Menschen, habe ich das Gefühl, die leiden auch drunter unter dieser Hitze, schwitzen stark oder bekommen Kreislaufprobleme. Und ich muss sagen, so als Rohköstlerin fühle ich mich eigentlich bei diesen Temperaturen sehr wohl. Also ich habe so das Gefühl, dass ich mich wirklich gut akklimatisieren kann. Ich kann mich gut auf diese Temperatur einstellen. Also ich schwitze auch, klar, das ist ja ein natürlicher Mechanismus, wenn man schwitzt, um einfach auch den Körper vor Überhitzung zu bewahren. Die Körpertemperatur sollte ja immer so konstant zwischen 36 und 37 Grad liegen. Wenn es eben zu heiß ist, dann schwitzen wir. Und es hat eben auch so einen kühlenden Effekt auf unseren Körper. Also wir Rohköstler schwitzen auch. Aber ich habe so das Gefühl, dass mir diese Hitze nichts ausmacht. Also ich kenne ja auch die Temperaturen in Afrika und das ist noch um einiges heißer. Und wenn man sich dann ein bisschen darauf eingestellt hat, man braucht ein paar Tage, um sich daran zu gewöhnen, dann kann man wirklich, oder dann kann ein Körper, der viel Frisches ist, glaube ich, sehr gut mit dieser Hitze, da kann das sehr gut handeln. Also diese Erfahrung habe ich immer gemacht, so in den letzten Jahren oder auch schon damals, als ich in Afrika war, habe ich auch ziemlich viel frisch gegessen und kam da wirklich auch gut klar damit. Was mir noch aufgefallen ist, seitdem ich rohköstlich esse oder sehr viel Frisches, wäre ich viel schneller braun und bekomme keinen Sonnenbrand. Also auch dieses Jahr, ich setze mich der Sonne immer mal ein bisschen aus und ich benutze auch keine Sonnencreme. Also dazu werde ich vielleicht auch nochmal ein spezielles Video machen. Ich benutze keine Sonnencreme, verwende manchmal Kokosöl, aber eher danach, nachdem ich in der Sonne war oder eben wenn ich mal geduscht habe. Ich verwende auch nicht jedes Mal Kokosöl, also ich mag mich auch nicht jedes Mal immer zukleistern mit irgendeinem Öl. Da kann es auch das hochwertigste, kaltgepressteste Kokosöl sein. Ja, also ich bekomme keinen Sonnenbrand mehr. Oder wie gesagt, werde auch einfach schneller braun. Also das ist mir auch aufgefallen, dass das mit der Rohkost so ganz, also dass man einfach seine Haut schützen kann und sie nicht gerötet, sie nicht rot wird, sie nicht verbrennt. Das finde ich auch sehr positiv an der Rohkost. Nur mal so viel dazu, weil sie eben gerade heiß ist bei uns, dass man sich eben mit Rohkost gut akklimatisieren kann, sich schnell also an Hitze anpassen kann und eben keinen Sonnenbrand kriegt. Also das schätze ich schon sehr. Ja, als nächstes wollte ich ankündigen, dass ich jetzt erstmal 2 Tage Pause mit meiner Dankeschön-Verlosungsaktion mache. Jetzt am Wochenende gibt es von mir keinen Artikel. Morgen gibt es noch ein Video, weil ich ja den Gewinner des heutigen Artikels, da gibt es Produkte von Provian zu gewinnen. Da werde ich morgen noch ein Video machen, möchte ich den Gewinner ziehen. Aber dann am Sonntag und Montag gibt es dann kein Verlosungsvideo. Vielleicht noch ein anderes, aber halt kein Verlosungsvideo. Und wie gesagt, ich pausiere auch mit den Artikeln. Und genau, das habe ich mir einfach gestern früh überlegt. Eine liebe Freundin hat mir da ein kleines Video geschickt. Und dann habe ich auch gedacht, ich brauche jetzt wirklich mal 2 Tage Pause. Ab jetzt, ich glaube, dann 12 Tage am Stück gab es Artikel und ein Video. Es macht mir auch total viel Spaß. Und ich liebe auch diesen Austausch, wie ihr dann auch auf diese Artikel reagiert und eure Kommentare unter meinem Artikel lasst. Das freut mich natürlich. Ich lese ja auch alles. Aber ich brauche jetzt wirklich mal 2 Tage Pause. Jetzt sind auch die Jungs bei mir und das Wetter ist schön. Wir wollen rausgehen, in die Natur, baden und einfach mal ein bisschen entspannt machen. Ich glaube, meine Jungs haben mir das auch ganz deutlich signalisiert, dass ich mir mal wieder mehr Zeit für sie nehmen sollte. Ich habe ja auch die letzten Tage ziemlich viel vor dem Computer gesessen und jetzt ist mal wieder ein bisschen Auszeit dran, wirklich da mal ein bisschen mich auf andere Dinge zu fokussieren, was nicht mit einem Laptop zu tun hat, was nichts mit Artikeln, mit Gesundheit oder Ernährung zu tun hat, sondern einfach im Leben stehen und einfach mal das Leben mit den Jungs genießen und mich auch ein bisschen entspannen. Genau, dann war ich heute auf dem Leipziger Wochenmarkt und habe mich mit tollen regionalen Früchten eingedeckt. Und ich zeige euch mal, welche das waren. Hier seht ihr erstmal meine Bio-Kiste. Die packe ich jetzt nicht nochmal aus. Das habe ich ja schon letzte Woche getan. Und das sind fast die identischen Lebensmittel gerade. Viel regionales Obst und Gemüse. Das Einzige, was ich neu bestellt habe, ist hier die Ananas. Wir wollen mal Ananasfruchtleder probieren. Und ich glaube, hier sind noch Aprikosen drin. Genau, die hatte ich letztes Mal nicht. Sonst das übliche regionale Obst und Gemüse und ein paar tropische Früchte, wie eben die Ananas, Bananen, Avocados sind noch dabei. Genau. Das ist mein toller Wochenmarkteinkauf von heute. Es ist fast nur regionales Obst, noch ein bisschen Gurke, das sind ja auch Gemüsefrüchte, Tomaten, das sind ja auch alles Gemüsefrüchte. Das sind hier Ochsenherztomaten, die liebe ich ja, das sind meine liebsten Tomaten. Da esse ich so ein paar und dann bin ich total satt und zufrieden. Die haben auch so einen sehr aromatischen Geschmack, obwohl manche auch sagen, die schmecken ihnen zu mehlig und nach nichts. Also ich finde, also gerade diese hier in unserer Region, wo
von diesem speziellen Bauern, die schmecken einfach köstlich. Dann haben wir hier Harzfeuertomaten. Hier sind Himbeeren, schwarze Johannisbeeren liebe ich ja auch. Bei uns sind gerade, oder bei den Jungs sind gerade rote Johannisbeeren angesagt. Deswegen habe ich gleich mal eine größere Portion gekauft. Hier sind nochmal Himbeeren. Dann haben wir hier Kirschen, die sind auch sehr lecker, Süßkirschen. Dann haben wir hier nochmal ein paar Harzfeuertomaten. Das ist Basilikum, regionaler Paprika. Und dann hier gibt es noch zwei ausländische Obstsorten. Das sind einmal Feigen und eine ganz köstliche Wassermelone. Das kommt beides aus Italien bzw. Sizilien. Auf unserem Wochenmarkt gibt es einen italienischen Stand, der Obst und Gemüse verkauft. Und bei dem kaufe ich auch schon ganz, ganz lange ein. Und diese Melone, das ist einfach top. Ist die beste Melone, die ich je gegessen habe. Und ihr seht, das sind auch die schwarzen Kerne dabei. Also ganz wichtig, versucht wirklich Melonen zu essen, wo die Kerne nicht weggezüchtet sind. Also die noch in einem relativ natürlichen Zustand sind. Ja, und diese italienischen Feigen, die schmecken auch sehr köstlich. Also das genießen wir auch gerade. Aber wir genießen überhaupt jetzt diese ganze tolle Obst, regionale Obstvielfalt. Da brauchen wir auch nicht so viel tropisches Obst wie vielleicht im Herbst oder im Winter. Weiter geht's jetzt mit der Gewinnerziehung des Verlosungstages Nummer 11. Die andere Zeit noch. Ui, ui. Also der 9. Kommentar unter meinem Artikel hat dieses tolle Mixpaket von Bioinsel gewonnen. Also Kürbiskerne, grüne Rosinen, Datteln, Chiasamen und geschälte Hanfsamen. Gewonnen hat der Sven, herzlichen Glückwunsch Sven, du hast dieses Mixpaket gewonnen und ich hatte euch ja gefragt, ob ihr schon mal einmal gefastet habt oder ob ihr Fastenerfahrungen gesammelt habt und da hat der Sven geschrieben, ja das Fasten steht bei mir ganz oben auf der Liste, also dann wünsche ich dir viel Erfolg beim Fasten Sven und vorher kannst du dich erstmal mit diesem Mixpaket, diesen Trockenfrüchten und Nüssen, da kannst du dich erstmal daran laben und das genießen. Ja, ich bedanke mich auch bei euch, bei allen anderen, die unter diesem Artikel oder die überhaupt unter meinen Artikeln kommentieren. Ich freue mich, wie gesagt, immer und ich lese jeden Kommentar und bin immer sehr, sehr glücklich über euer Feedback. Das gibt mir viel Auftrieb, das gibt mir viel Kraft, da einfach meine Energie weiterhin in solche Artikel zu stecken. Genau, was machen wir heute? Heute steht ja das Abschiedsfest von Simons Klasse an und ich wollte ja eigentlich indischen Blumenkohlsalat machen. Das muss ich jetzt doch canceln. Ich habe nämlich gestern, weil ich so busy bin und mein Kopf mit 1000 Sachen voll sind, habe ich vergessen, Mandeln und Sultanin einzuweichen. Und mit uneingeweichten Mandeln und Sultanin schmeckt das einfach nicht so gut. Da habe ich gedacht, gut, dann lasse ich es eben. Dann bringe ich eine große Portion Fruchtleder mit und dann noch ein bisschen Tomaten und regionales Obst. Wenn es so heiß ist, ist die so eine ganz einfache, schlichte Rohkost sowieso am besten. Und natürlich ganz, ganz viel trinken. Also mit Wasser dürfen wir uns heute, also Wasser dürfen wir nicht vergessen, sonst verfließen wir. Genau. Das war es erstmal von mir. Ich wünsche euch heute noch einen wundervollen Tag. Wir sehen uns morgen wieder zu einem neuen Video. Bis dahin, eure Silke.